Hallo und willkommen zurück bei Minecraft. Und jetzt, also mal kurz, was los ist. Ich habe tatsächlich versucht, die Kamera anzumachen, aber es gibt ein Problem. Also ich kann zwar die Kamera anmachen, das Problem ist aber, dass Shadowplay, ich nehme ja mit Shadowplay auf, aber normalerweise soll die Statusanzeige hier sein. Achso, ich kann jetzt, das habe ich gar nicht gewusst, ne? Ich kann hier den Status ändern. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert, aber ich kann das anmachen, ist voll laggy da drin, damit ihr hier ein paar Daten seht oder so. Oder nur die FPS oder noch mehr sehen kann. Also man kann noch mehr aktivieren. Also wenn euch das interessiert, kann ich das machen, aber es blendet eigentlich drüber, ne? Ich meine, nur FPS anzeigen. Also so. Voll laggy da drin, ey, das ist so laggy da drin. Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Stört nicht wirklich. Man sieht so eine Zahl und dann sehe ich auch mal so eine Zahl und so. Ja. Ich weiß gar nicht, seht ihr die überhaupt oder ist das nur für mich? Werde ich nachher im Video sehen. Aber ich habe tatsächlich versucht, die Facecam anzumachen und die geht auch an. Die Größe war auch okay. Das Problem ist, ich bin halt auf Greenscreen und Shadowplay hat kein Chroma Key. Das heißt, ich kann mit Greenscreen nicht wirklich die Kamera ausmachen. Man wird hier so ein, das komplette unten rechte Viereck. Also von da, wo die Taskleiste beginnt, unten, also da, wo der Kompass ist, und dann nochmal genauso hoch, wäre eine komplette grüne Fläche, wo ich dann ganz klein drauf bin. Oder die Hälfte davon, ich dann nochmal drauf bin. Und das sieht kacke aus. So, man kann es kleiner machen, aber dann sieht man mich eigentlich kaum noch. Das lohnt dann auch gar nicht. Und ich will auch nicht mit was anderem aufnehmen, weil Shadowplay hat halt den riesen Vorteil. Ne? Ich nehme auf und kann direkt hochladen, weil es halt direkt im Prinzip schon gerendert ist. Weil es so klein ist, dass man es direkt aufnehmen kann. Das habe ich halt bei den anderen. Wenn ich OBS nehme, wo der Greenscreen direkt, also wo der Chroma Key direkt mit drin ist. Ne, da muss ich rendern, weil das sind dann, ne, das sind Unterschied. So eine Folge Minecraft, ne, in 1080p, also nicht mal 4K, 1080p, sind dann so um die 5 bis 6 GB zum Hochladen. Ungefähr. Dasselbe mit OBS sind dann so 200 GB oder so. Und nach dem Rendern erst dieselbe Anzahl. Was wollte ich jetzt überhaupt machen? Achso, wir wollten oben weitermachen, ne? Enderman. Nicht angucken, haben wir gelernt. Deswegen, ich wollte es eigentlich machen, aber so wird es halt doch noch. Also ich will jetzt nicht von Shadowplay weg auf eine andere Alternative gehen. Weil wir könnten auch diesen Raum hier fertig machen. Die Frage ist jetzt, machen wir es so wie so ein Jo-Raum halt, ne? Deswegen bin ich mir halt sehr unsicher. Ich hätte es sonst gerne tatsächlich gemacht, aber dann wird es wahrscheinlich im Moment erstmal beim Stream bleiben. Wo halt dann mit Facecam gearbeitet werden kann. Kommt eine Doppeltür hin. Weißt du was? Wir machen es einfach. Wir erweitern. Oder wir erweitern nur dieses Stückchen hier. Das kann man ja machen.
dass wir gar nicht das ganze Haus erweitern, sondern nur hier das Schlafzimmer. Das ärgert mich jetzt tatsächlich ein bisschen, dass Shadowplay das nicht kann. Aber der Vorteil überwiegt halt auch alles, ne? So ärgerlich. Boah, ist eine Holzaxt. Scheiße. Warum wir die jetzt wegmachen? Ganz einfach. Ah, wobei, hier muss ja noch eine normale Wand hin, ne? Aua. Shit, das war ein Fehler. Ich wusste es, so kriege ich es nämlich nicht hin. Ey, die Steinschaufel. Dafür haben wir die doch. So. Ich bin jetzt die ganze Zeit noch am Überlegen, ob es vielleicht noch eine Lösung gibt für das Problem. Aber mir fällt jetzt gerade tatsächlich keine ein. Zwei Fenster. Also hier kommt ja das Bett hin. Oder wir machen wirklich ein großes Fenster. Ich weiß gar nicht, was es für Deko-Elemente gibt. Erstmal holen wir uns das Ding zurück. Ich meine, Jo hat auch irgendwo... Also ich habe es in den Kommentaren nicht gelesen, vielleicht war es auch im Discord. So, ich könnte mein Haus bauen. Und das war tatsächlich auch eine Idee, die ich hatte. Ich glaube, ich mache hier normalen Holzdingern, oder? Also es war tatsächlich einer meiner Ideen, dass ich sowieso dann mal mein Haus bauen will und daneben dann das Haus, so wie ich es gerne hätte. So, die Frage ist, machen wir ein Dach jetzt drauf? Aber erstmal muss der wieder hoch, ne? Das heißt, wir können sowieso... Ach nee, hier oben sollte doch das Lager hin, ne? Also das heißt erstmal sowieso wieder drei nach oben. Oder wie haben wir es hier? Eins, zwei, drei und dann die nächste Etage im Prinzip. Und da wäre die nächste Etage ja das Dach. Wir machen erstmal nur drei und ziehen die Wand. Ich
bin mir noch nicht ganz sicher, wie wir das Dach machen. Hier oben werde ich jetzt tatsächlich auch gar nicht mehr den bauen. Oder wie sieht das von unten aus? Ja, ich glaube, das sieht sogar besser aus, oder? Nur die Eckdinger werden das haben. Vielleicht auch die Raumtrenner. Das Problem ist, dann sehen wir das ja oben auch, ne? Und wir kriegen die ja nicht als als Platten hin, oder? Warte, jetzt will ich es aber genau wissen. Was hat denn der da gerade angezeigt? Ne, leider nicht. Shit. Okay, jetzt müssen wir sowieso nach oben. Ja, und warum ich nicht rendern will, ist im Prinzip eigentlich ganz einfach. Es kostet zu viel Zeit. Die Zeit habe ich leider nicht. Ja, hier oben ist das jetzt ein bisschen doof, ne, dass das jetzt so komisch ist, nur um Jos Zimmer hinzukriegen. Hier könnte man vielleicht einen Balkon dran klatschen oder hier zwischen. Ja, dass man hier so rumgeht, hier gibt es eine Tür. Ja, und dann ist hier ein Balkon. Wäre eine Möglichkeit. Ah, geht die Musik, die schallt wieder rein. Wow! Andy, lass doch mal. Andy! Dann brülle ich hier mitten in der Nacht wieder rum. Oh Mann. Nur ein bisschen aufpassen. Aber der Enderman hat mich auch erschreckt. Aber gut, vielleicht sagen wir einfach so, das ist total uninteressant, mich zu sehen, wenn ich mich erschrecke. Ah, jetzt ärgert es mich aber ein bisschen. Und das ärgert mich auch. Dann vielleicht doch das ganze Haus ein länger ziehen. Aber ich weiß nicht. Ich lasse hier erstmal. Das wäre wieder viel bearbeiten, ne? Wenn ich jetzt das ganze Haus ein länger ziehe. Aber hey, das gehört auch dazu. Wann ist endlich diese Holzaxt kaputt?
stoppe jetzt so lange drauf rum, bis diese Holzachsen weg ist. Weißt du, jetzt wollte ich da mal schön idyllisch hier wegkloppen, ohne irgendeinen großen. Na, jetzt weg. Ohne groß was zu sagen und dann hört die Musik einfach auf. Tja. Das Spiel hat sich so gedacht: Nee. Du bist hier schön weiter am Labern. So nicht, Freundchen. So nicht. So einfach wirst du uns hier nicht los. Beziehungsweise, was laber ich denn hier? Nur Schluss. Das heißt, es ist dieses, wenn du reden musst, das heißt muss, naja, aber durch die Videos redest du ja, ohne Sinn. Da kommt schon mal Schluss bei raus. Aber die Tür gefällt mir auch nicht, da können wir die auch direkt mal wegmachen. Aber wir können jetzt natürlich nicht schlafen. Aber dann können wir die Tür nochmal überarbeiten. Kommen die hier hoch? Noch nicht. Oh nein, ich bin runtergegangen. Alter, ist gar nicht weggeflogen. So. Ich glaube, ich gehe zur Sicherheit doch lieber mal schlafen. Dann geh jetzt auch schlafen. Ja, bin schon auf dem Weg. Ruhig, Brauner, ruhig. Wobei, darf man das überhaupt noch sagen? Ich glaube nicht, oder? Das ist so ein Standardsatz, der überhaupt nicht diskriminierend sein soll oder sonst irgendwie böse, sondern einfach nur so ein Satz. Aber ich glaube, heutzutage kriegst du Probleme, wenn du sagst. Ne? Deswegen, es tut mir leid, ich wollte niemanden irgendwie Böses. Wow. Außerdem ist der doch grün, der ist gar nicht braun. Ah, Creepies. Oh, shit. Oh, ich glaube, ich habe einen Baby-Zombie gehört. Ruhig, Grüner. Ich glaube, die Baby-Zombies, tatsächlich habe ich keinen Minecraft mehr gespielt, seit es die gibt. Und die sind ja voll alt mittlerweile, ne? Oder gab es sie da schon? Ja, sonst würde ich sie ja nicht kennen, oder? Also, wenn ich sie kenne, heißt es ja, dass es sie gab. Also muss ich da ja gespielt haben. Mann, ey, ich laufe auch wieder nur Schluss hier. Andy Manny. Ich weiß nicht, was Andy hier zu suchen hat. Oder was der hier will. Aber solange er mich nicht angreift, greife ich ihn auch nicht an. Ich glaube, wir überarbeiten das Türkonzept nochmal komplett. Lassen das jetzt natürlich erstmal stehen. Das ganze Haus wird hier nochmal überarbeitet. Nur weil wir Jos Zimmer bauen. Schlimm. Aber gut, das wird wahrscheinlich noch öfter passieren, ne? Dass wir nochmal das ganze Haus über Bord werfen. Sind das jetzt schon drei?
Nee. Jetzt bin ich verwirrt. Mensch, sei doch nicht so verwirrt. Warum bist du denn verwirrt? Da gibt es nichts zum Verwirrtsein. Ist doch alles easy. So, aber ich weiß gar nicht, ob wir mein Haus tatsächlich so umsetzen können, dass das funktioniert. Ich mache den schon mal ein höher. Denn wir werden ein Dachgeschoss bauen und da kommt dann das Dach natürlich hin. Denn du hast ja hier nur einen Block, ne? Wenn wir sagen, ein Meter ist ein Block, oder sollen wir sagen, ein Block ist ein halber Meter? Gut, wenn wir sagen, ein Block ist ein halber Meter, dann könnten wir es vielleicht noch hinkriegen, weil wenn ich habe ja auch so. Also man hat ja nie so 8x7 Meter dieser Raum, sondern das sind ja immer so bisschen, ich sag mal, andere Sachen, die man da hat. So, wir machen es erstmal genau wie unten. Wobei hier machen wir zu. Man kann es dann immer noch aufmachen, ne? Wobei hier Treppenhaus machen wir auch zu. Mensch. Das Haus wird doch höher, als ich erwartet hätte. Am Anfang hatte ich geplant, ey, wir machen keine Etage drauf. Dann habe ich gesagt, ja, okay, wir machen eine Etage drauf, da kommt dann das Lager hin. Und jetzt heißt es, ja, gut, wir machen noch ein Dachgeschoss. War vielleicht dann gar nicht mal so schlecht, dass wir es jetzt noch ein bisschen erweitert haben, sonst sieht es nachher aus wie ein Hochhaus, ja. Vielleicht klatsche ich auch nur immer weiter Etagen drauf, weil ich mir einfach zu unsicher bin wegen dem Dach, ne? So. Ich bin echt mal gespannt, wie lange ihr jetzt noch dabei bleibt, ne? Weil wenn ich ja jetzt hier so stumpf baue, ne, dann passiert hier ja nichts Spannendes, nichts Aufregendes. Ne, ich mache im Prinzip die ganze Zeit dasselbe. In der ersten Folge war ich ja noch Ressourcen, das mache ich jetzt nicht. Ne? Ich renne ja nur rum, mache Klötzchen, sitze Klötzchen an Klötzchen. Nichts Spannendes, nichts Aufregendes. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass das für viele langweilig ist. Okay, jetzt gehen wir doch Ressourcen holen. Dass das für viele langweilig ist. Lol, wir haben ja noch nicht mehr hier den Dings fertig gemacht. Kannst du nicht oben mit der Etage anfangen? Und dann sowas. Dann gehen wir jetzt doch noch keine Ressourcen holen. Aber hier könnten wir theoretisch vielleicht so einen Flur machen, ne? Okay, wir müssen doch Ressourcen holen. Wir müssen hier den Längsweg bauen. Ich meine, klar, wir könnten jetzt den hier schon mal machen. Und den hier.
Aber die Folge ist jetzt rum, das heißt, jetzt müssen wir los. Fackeln anbringen. Du kannst das nicht strecken, bis die Folge rum ist. Was ist los mit dir? Nur weil du dann die Folge so benennen kannst, dass du permanent hier bist? Nee, so läuft das hier nicht. Ich überlege, ob wir auch oben Fackeln dran machen sollen. Ich weiß nicht. Wieso gibt's hier einen Erdpfeiler? Wir verschieben das Ganze. Jetzt schreckst du ja doch, damit du nicht mehr gehen musst. Was soll ich sagen? Oh, Digga. Das ist Mobbing. Die Treppen sind Mobbing, ne? Das funktioniert so nicht. Das funktioniert auch nicht. Wenn wir den so machen, passt das zwar da. Oh, Leute. Das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht jetzt. Und da die Tür rein. Ich weiß nicht. Vielleicht noch mittiger, noch mehr nach rechts. Dass die ganzen Treppen nicht hier enden, sondern hier. Also das wäre ein Verschieben. Ich weiß nicht. Also ich will halt den Eingangsbereich, nur mal zum Erklären. Ich will einen kleinen Flur machen, der abgetrennt ist, dass wir hier so einen kleinen Raum gehen, dann geht es dann irgendwie hier eine Tür ab, da eine Tür ab und so, dass wir hier so einen kleinen Flur mäßig haben. Wir könnten das natürlich auch so machen, dass wir hier einen Gang machen, so hier so einen Gang, der hier überall lang geht und dann hätten wir hier einen Raum und dann hier nochmal einen Raum. Würde das gehen? Boah, aber dann, wenn wir das so machen, müssten wir einen Vierergang haben. Ist das Gebäude zu klein, um wirklich so einen großen Flur zu machen? Was ist, wenn wir so einen Vorraum machen? Hab ich zum Beispiel. Also das ist so ein kleiner Raum, ne? Du hast dann hier die Garderobe, hier stehen die Schuhe und sowas. Und dann gehst du hier durch eine Tür, zack, und dann ist bei mir theoretisch direkt im Esszimmer. Also so ein kleiner Vorflug. Das könnte man hier machen. Aber theoretisch wäre jetzt bei mir dann noch da eine Tür zum Gäste-WC. Aber hier haben wir, glaube ich, kein Gäste-WC. Schwierige Entscheidung. So, wenn ich jetzt aber neues Holz holen gehe, dann brauchen wir auf jeden Fall nochmal eine Steinaxt. Und wir gehen schlafen. Und jetzt habe ich es doch geschafft, es erst in der nächsten Folge zu machen. Also bis dann. Ciao.